Hallo, liebe Pokal-Jungs. Hallo, oh, hier bin ich, hier hinten. Ihr könnt euch bestimmt schon denken, ich suche mal wieder den Ball. Es ist so unfassbar, dass dieser Ball schon wieder weg ist. Verflixt und zu nett. Jede Woche dasselbe. Und dabei möchte ich endlich mit euch lossingen, Jungs. Nicht mal hier oben kann ich den Ball denken. Ich bin sprachlos. Wirklich ein ganz fieses Versteck. Hier ist unser Ball. Na komm, dann werfe ich dir mal schnell zu und wir können direkt miteinander anfangen zu singen. Heute sind wir alle da. Heute sind wir alle da, singen Lieder wunderbar. Guten Tag, ich heiße. Guten Tag, ich heiße. Und wie immer geht's jetzt auf große Reise, zuerst mit der Lieblingsfarbe. Guten Tag, meine Lieblingsfarbe ist. Guten Tag, mein Lieblingstier ist. Guten Tag, mein Lieblingslied ist. Guten Tag, mein Lieblingsfahrzeug ist. Guten Tag, mein Lieblingsland ist. Guten Tag, mein Lieblingsbuch ist. Guten Tag, mein Lieblingsbuchstabe ist. Ich hoffe, ihr könnt noch. Es geht noch ein bisschen weiter. Guten Tag, meine Lieblingsblume ist. Guten Tag, mein Lieblingseis ist. Jetzt. Guten Tag, mein Lieblingszauberwort ist. Und in der letzten Woche war ganz neu. Guten Tag, meine Lieblingssüßigkeit ist. Und wir wollen es nicht nur bei der Lieblingssüßigkeit belassen, sondern nehmen heute noch neu das Lieblingsobst dazu. Guten Tag, mein Lieblingsobst ist. Wunderbar, dass ihr dabei seid, denn heute sind wir alle da. Heute sind wir alle da, singen Lieder wunderbar. Heute, liebe Focke-1-Jungs, möchte ich mit euch einige Lieder auspacken, die wir schon eine ganze Weile nicht miteinander gesungen haben. Eine ganze Weile, nicht nur, weil wir uns jetzt leider schon ziemlich lange nicht gesehen haben, sondern auch, weil wir die davor, als wir noch in unserem Probenraum gemeinsam waren, eine ganze Weile nicht miteinander musizierten. Und das erste Lied, das wird gleich ein Rätsellied sein. Und ich bin ganz gespannt, ob ihr euch noch an das Lied erinnert, wie das Lied heißt, und ob ihr euch auch noch an das Rätsel und vielleicht sogar an das Rätsels Lösung erinnert. Wir werden das gleich sehen. Das allererste Rätsel wird sein, wie heißt das Lied? Wiese geht was? Und dann ist die große Frage, was geht denn auf unserer Wiese? Und ein paar Hinweise gibt es gleich schon in der ersten Strophe. Denn dieses Tier, das watet durch die Sümpfe, ganz genau. Und das Tier, das hat ein Röcklein an. Und welche Farbe hat dieses Röcklein wohl? Ein schwarz-weiß Röcklein, ganz genau. Und nicht nur ein Röcklein hat das Tier an, sondern es trägt auch Strümpfe. Und welche Farbe haben die Strümpfe? Nicht schwarz-weiß. Die Strümpfe sind rot, richtig leuchtend rot. Und dann fängt das Tier sogar die Frösche mit einem Schnapp, Schnapp, Schnapp. Und da können wir sogar gemeinsam in die Hände klatschen. Nochmal, fängt die Frösche Schnapp, Schnapp, Schnapp. Und es fängt nicht nur die Frösche, das klappert auch noch ganz lustig dabei mit einem fröhlichen Klapperdi-Klapp. Genau, auch wieder mit Klatschen. Klapperdi-Klapp. Das Klatschen jetzt geht ein bisschen anders. Der Rhythmus ist ein bisschen anders als bei Schnapp, Schnapp, Schnapp. Nochmal zurück zu Schnapp, Schnapp, Schnapp. Genau, das dreimal einfach gleich geklatscht und gleich gesungen und gleich gesprochen. Und dann bei Klapperdi-Klapp geht es ein bisschen schneller los. Klapperdi-Klapp. Nochmal zurück. Schnapp, Schnapp, Schnapp. Und dann Klapperdi-Klapp. Wer kann das erraten? Das ist die große Frage am Ende der ersten Strophe. Und die heben wir uns dann natürlich für die zweite Strophe auf. Und jetzt geht's los mit der ersten Strophe. Auf unserer Wiese geht was, watet durch die Sümpfe. Es hat ein schwarz-weiß Röcklein an
und auch rote Strümpfe. Fängt die Frösche schnapp, 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 klappert lustig, klappert die Klapp. Wer kann das erraten? Das ist die große Frage und ich hoffe, ihr habt hier fleißig mitgeklatscht. Aber nun zur zweiten Strophe. Ihr denkt, so geht's da los, ihr denkt, was denkt ihr denn? Ihr denkt, das ist der Klapperstorch, genau. Und der wartet immer noch durch die Sümpfe. Und der hat immer noch ein schwarz-weiß, genau, Röcklein an und trägt immer noch rote Strümpfe, ganz genau. Und auch immer noch in der zweiten Strophe fängt er die Frösche mit einem Schnapp, Schnapp, Schnapp. Und immer noch klappert er ganz traurig. Nee, nicht traurig, genau. Der klappert immer noch ganz lustig. Klappert die Klapp. Und jetzt, tata, kommt die Lösung. Nein, es ist nicht der Klapperstorch. Nein, das ist die Störchen. Jetzt haben wir es gelöst und jetzt können wir fröhlich die zweite Strophe singen. Ihr denkt, das ist der Klapperstorch. Ihr denkt, das ist der Klapperstorch, wartet durch die Sümpfe. Er hat ein schwarz-weißes Röcklein an und trägt rote Strümpfe. Fängt die Frösche schnapp, 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 klappert lustig, klappert die Klapp. Nein, das ist die Störchen. Jetzt kennen wir schon die Lösung. Da ist natürlich doof, nochmal an den Anfang des Rätsels zurückzugehen. Aber einmal möchte ich gerne das Lied mit euch noch durchsingen, dass wir vom ersten bis zum letzten Wort alles nochmal komplett zusammen haben. Es geht los. Auf unserer Wiese geht was. Auf unserer Wiese geht was, wartet durch die Sümpfe. Es hat ein schwarz-weißes Röcklein an und auch rote Strümpfe. Fängt die Frösche schnapp, 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 klappert lustig, klappert die Klapp. Wer kann das erraten? Ihr denkt, das ist der Klapperstorch, wartet durch die Sümpfe. Jetzt ist es ganz ähnlich, aber nur ähnlich, nicht genauso gleich, aber ganz ähnlich wie in der ersten Strophe. Er hat ein schwarz-weißes Röcklein an und trägt rote Strümpfe. Fängt die Frösche schnapp, 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 klappert lustig, klappert die Klapp. Nein, das ist die Störchen. Und für die letzte Zeile, nein, das ist die Störchen, für das Rätsels Lösung, da lassen wir uns natürlich ganz viel Zeit, dass auch alle die Lösung verstehen. Gleich das nächste Rätsel. Was denn das für ein Lied? Kennt ihr schon, oder? Dann ist wieder mal alles Banane, dann ist wieder mal alles klar. Dann ist wieder mal alles Banane, dann ist wieder mal alles klar. Und wann ist eigentlich alles Banane? Wann ist alles klar? Na genau, wenn diese komischen Sachen mit diesen komischen Tieren passieren. Gleich in der ersten Strophe geht's komisch los. Wenn am Morgen ein Nashorn, und was macht das normalerweise? Das schnaubt vielleicht, das hustet vielleicht, aber nee, das kräht hier. Und im Zimmer ein Nilpferd steht, genau. Und dann, wenn ein Igel dich zärtlich küsst, mit den Stacheln hoffentlich ganz zärtlich, und ein Seehund, was macht der Seehund? Und der Seehund dein Müsli frisst, dann ist wieder mal alles Banane. Und wir singen von vorne los. Wenn am Morgen ein Nashorn kräht. Wenn am Morgen ein Nashorn kräht und im Zimmer ein Nilpferd steht, wenn ein Igel dich zärtlich küsst und ein Seehund dein Müsli frisst, dann ist wieder mal alles Banane, dann ist wieder mal alles klar, dann ist wieder mal alles Banane, dann ist wieder mal alles klar. Genau, beim letzten Mal hatte ich euch schon erklärt, im Refrain, der ja nach jeder Strophe kommt, geht es beim ersten klar einmal nach oben und beim zweiten klar geht es dann nach unten auf den Boden des Liedes, auf den Grundton. Dann ist wieder mal alles Banane, dann ist wieder mal alles klar. Dann ist wieder mal alles Banane, dann ist wieder mal alles klar. Genau, das habt ihr jetzt drauf. Und habt ihr jetzt auch wirklich schon den Text der ersten Strophe ganz sicher drauf? Na, ich kontrolliere das mal. Wir machen mal ein kleines Spiel daraus. Und ich werde mal 4 Fehler einbauen. Und ich bin gespannt, ob ihr diese Fehler in der ersten Strophe findet.
Wenn am Abend ein Nashorn kräht und im Zimmer ein Känguru steht, wenn ein Igel dich zärtlich küsst und ein Seehund dein Schnitzel frisst, dann ist wieder mal alles Banane, dann ist wieder mal alles klar, dann ist wieder mal alles Birne, dann ist wieder mal alles klar. Na, habt ihr die komischen Sachen gefunden, die ich jetzt noch zusätzlich eingebaut habe, zu den anderen komischen Sachen? Genau, natürlich nicht am Abend, sondern wenn am Morgen ein Nashorn kräht und im Zimmer steht, nee, kein Känguru, das würde ja nur rumhüpfen, sondern ein Nilpferd. Wenn ein Igel dich zärtlich küsst, da war alles richtig, aber dann. Und ein Seehund dein, nix Schnitzel, dein Müsli frisst. Und dann heißt es natürlich immer, dann ist wieder mal alles Banane. Nix Birne, nix Apfel, sondern immer noch Banane. Jetzt einmal fehlerfrei die erste Strophe. Wenn am Morgen ein Nashorn kräht und im Zimmer ein Nilpferd steht, wenn ein Igel dich zärtlich küsst und ein Seehund dein Müsli frisst, dann ist wieder mal alles Banane, dann ist wieder mal alles klar, dann ist wieder mal alles Banane, dann ist wieder mal alles klar. Die zweite Strophe gibt's auch noch. Wenn im Radio ein Truthahn, auch ein komisches Tier. Habt ihr schon mal einen echten Truthahn gesehen? Kann mich gar nicht so richtig erinnern. Na, auf jeden Fall, wenn im Radio ein Truthahn singt und im Waschkorb, genau, ein Stinktier stinkt. Gar nicht gut klingt das, obwohl es ja sowieso in die Waschmaschine muss, aber trotzdem. Wenn im Klo, ist dann die dritte Zeile, wenn im Klo ein Goldfisch schwimmt. Und dann, und im Kühlschrank ein Maulwurf pennt. Na, was ist denn da los? Dann ist natürlich wieder mal alles Banane. Und wir singen die zweite Strophe. Wenn im Radio ein Truthahn singt. Wenn im Radio ein Truthahn singt und im Waschkorb ein Stinktier stinkt. Wenn im Klo ein Goldfisch schwimmt und im Kühlschrank ein Maulwurf pennt. Dann ist wieder mal alles Banane. Ich unterbreche mal mittendrin, weil das kennen wir ja schon. Den Refrain, den haben wir schon oft gesungen. Aber jetzt nochmal die zweite Strophe. Soll ich noch mal ein paar Fehler einbauen? Vielleicht diesmal 3 Fehler und ich bin gespannt, ob ihr die auch findet. Wenn im Fernsehen ein Truthahn singt und im Waschkorb ein Stinktier stinkt, wenn in der Badewanne ein Goldfisch schwimmt und im Herd ein Maulwurf pennt, dann ist wieder mal... Nee, jetzt waren die 3 Fehler ziemlich ähnlich, ne? Denn immer waren es die falschen Orte, zumindest 3-mal. Denn nicht im Fernsehen, sondern im Radio singt der Truthahn. Im Waschkorb stinkt das Stinktier, das war alles korrekt, aber dann nichts mit Badewanne. Im Klo schwimmt der Goldfisch herum und im Kühlschrank natürlich pennt der Maulwurf und hat's bestimmt ziemlich kalt da drin. Wir singen fehlerfrei, Strophe Nummer 2. Wenn im Radio ein Truthahn singt und im Waschkorb ein Stinktier stinkt, wenn im Klo ein Goldfisch schwimmt und im Kühlschrank ein Maulwurf pennt, dann ist wieder mal alles Banane, dann ist wieder mal alles klar, dann ist wieder mal alles Banane, dann ist wieder mal alles klar. Wenn ein Elefant, und das ist dann schon die Strophe Nummer 3, unsere letzte Strophe, wenn ein Elefant Fußball spielt, genau, und ein Saurier, schon längst ausgestorben eigentlich, ne? Und ein Saurier durchs Fenster schielt. Wenn am, muss ich gleich nach oben gucken immer, wenn am Himmel ein Walfisch fliegt, hoffentlich stürzt er nicht ab, der Gute, und im Köpfchen ein Vogel piept, dann ist natürlich immer noch, immer wieder alles Banane. Strophe Nummer 3, erstmal fehlerfrei. Wenn ein Elefant Fußball spielt und ein Saurier durchs Fenster schielt, wenn am Himmel ein Walfisch fliegt und im Köpfchen ein Vogel piept, dann ist wieder mal alles Banane. Auch hier eine kurze Unterbrechung für eine wichtige Ansage. Ich werde wieder 3 Fehler einbauen und bin gespannt, ob ihr diese 3 Fehler auch in der dritten Strophe mit mir entdeckt. Wenn ein Elefant Handball spielt und ein Saurier durchs Fenster schielt, wenn am Himmel ein Vogel fliegt und im Köpfchen ein Walfisch piept, dann ist wieder mal... Das habe ich doch glatt verwechselt, oder? Habt ihr bestimmt gemerkt. Na, am Anfang habe ich das verwechselt, den Fußball mit dem
Handball, aber selbstverständlich nichts Handball, sondern der Elefant soll natürlich Fußball spielen. Der Saurier, der schielt weiterhin durchs Fenster und am Himmel fliegt natürlich kein Vogel, das wäre ja nur allzu normal, das ist natürlich nicht der Fall in dem Lied. Also wenn am Himmel ein Walfisch fliegt und wer piept eigentlich im Köpfchen? Das kann ja wieder nur der Vogel sein natürlich, der nicht am Himmel fliegt, selbstverständlich. Strophe Nummer 3, wieder mal fehlerfrei. Wenn ein Elefant Fußball spielt und ein Saurier durchs Fenster schielt, wenn am Himmel ein Walfisch fliegt und im Köpfchen ein Vogel piept, dann ist wieder mal alles Banane, dann ist wieder mal alles klar, dann ist wieder mal alles Banane, dann ist wieder mal alles klar. Genug Banane für heute. Ich hatte euch ja versprochen, heute kommen einige Lieder dran, die möglicherweise nicht mehr ganz so gut in eurer Erinnerung sind. Und gleich das nächste gehört möglicherweise auch dazu. Klingt ziemlich traurig eigentlich, so mollig. Ja, und ich sage mollig, weil das heißt nämlich Moll, wenn das so traurig klingt. Lustiger klingt es dann mit, so, mit Dur, wie zum Beispiel unsere Banane. Dann ist wieder mal alles Banane, dann ist wieder mal. Ja, das liegt nicht nur am Tempo, dass das so lustig klingt, sondern das liegt auch an den Tönen. Und jetzt, dass der faule Frosch, so heißt nämlich das Lied, ihr wisst das bestimmt schon, dass der faule Frosch so traurig singt und da an seinem See sitzt, das liegt eben auch an den Tönen, die wir da singen. Kurz zum Vergleich, wie wäre es denn, wenn das ein lustiger, fröhlicher Frosch wäre bei diesem Lied? Ja, sind fast dieselben Töne, nur ein Ton ist ein bisschen anders, der immer wieder kommt, aber klingt gleich ganz anders, ist gleich ein ganz anderes Lied. Aber wir kommen doch mal zu unserem faulen, traurigen Frosch zurück und vielleicht könnt ihr den Anfang schon mitsingen. Es sitzt ein dicker, alter Frosch. Es sitzt ein dicker, alter Frosch den lieben langen Tag, ganz träg und faul am See herum und sagt nur immer Quack. Genau, und jetzt kommen ganz viele Tiere vorbei und versuchen den Frosch zu trösten, vielleicht auch ein bisschen zu ärgern, dass der wieder wach und fröhlich wird. Zum Beispiel gleich die kleine Ente. Die kleine Ente kommt vorbei und wünscht ihm guten Tag. Da macht der Frosch ein Auge auf und sagt nur einfach Quack. Viel mehr kann der scheinbar auch nicht sagen, einfach nur Quack. Die Ente ist schon vorbeigekommen und hat fröhlich guten Tag gesagt, hat ihm nicht so viel gebracht. Vielleicht klappt's ja besser mit dem Fisch. Und wenn ein Fisch geschwommen kommt und wünscht ihm guten Tag, der macht das selbstverständlich auch und probiert sein Bestes, da hebt der Frosch sein Füßchen hoch und sagt nur einfach Quack. Einfach nur ein bisschen Platz machen und Quack. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Tier. Die Ente hat es nicht geschafft, der Fisch hat es auch nicht gebracht, aber vielleicht bringt es ja die sausende dicke Fliege. Da saust die dicke Fliege ran und wünscht ihm, selbstverständlich, guten Tag. Da streckt der Frosch die Zunge raus und sagt zufrieden Quack. Na, zumindest zufrieden, wenn auch nicht wirklich zur Zufriedenheit der Fliege, aber das ist ein anderes Thema. Was gibt's denn noch für ein Tier? Wir singen heute mal alle Strophen, beziehungsweise ich singe sie euch vor und am Ende macht ihr mindestens immer ein fröhliches, lautes oder vielleicht auch mal trauriges, lautes Quack dazu. Jetzt gibt's nämlich eine Maus, die ihr Bestes probiert. Und wenn die Maus gesprungen kommt und wünscht ihm guten Tag, da bläst der Frosch die Backen auf und sagt trotzdem und sagt nur einfach Quack. Und wenn die Maus gesprungen kommt und wenn die Maus gesprungen kommt und wünscht ihm guten Tag, da bläst der Frosch die Backen auf und sagt nur einfach. Das mindestens ist jetzt eure Aufgabe mit dem Quack am Ende. Schon bei unserem ersten Lied hatten wir das Tier,
zumindest die Frau des Tieres, die Störchin. Jetzt kommt nämlich höchstpersönlich der Storch vorbei. Stolziert dann mal ein Storch vorbei und ruft, wie war dein Tag? Der Storch hat sogar ein paar Worte mehr übrig und fragt gleich, wie war dein Tag? Aber da macht der Frosch sich klitzeklein und sagt ganz leise, Quack. Und ich muss sagen, das ja auch zu Recht. Da verstehe ich den Frosch vollkommen und vollständig. Denn vor dem Frosch, da hat der Frosch ein bisschen Angst. Stolziert dann mal ein Frosch vorbei. Stolziert dann mal ein Frosch vorbei und ruft, wie war dein Tag? Da macht der Frosch sich klitzeklein und sagt ganz leise. Da könnt ihr ganz leise Quark machen. Dafür wird's jetzt besonders schön. Und kommt das hübsche Fräulein Frosch. Grüßt freundlich, selbstverständlich mit Guten Tag. Da wird der Frosch doch etwas rot. Habt ihr schon mal einen roten Frosch gesehen? Ich kenne nur die grünen. Und er sagt dann aber ganz schüchtern, Quark. Und kommt das hübsche Fräulein Frosch. Und kommt das hübsche Fräulein Frosch, grüßt freundlich, Guten Tag. Da wird der Frosch doch etwas rot und sagt ganz schüchtern, Quark. Kommt dann keiner mehr vorbei. Das ist gar nicht gut. Aber kann ja mal passieren, wenn die Tiere Mittagspause haben. Und kommt dann keiner mehr vorbei, den lieben langen Tag. Da wird dem Frosch ganz schwer ums Herz. Er denkt sich nur sein Quark. Und kommt dann keiner mehr vorbei. Jetzt passt das Moll ganz besonders mit seiner Traurigkeit. Und kommt dann keiner mehr vorbei, den lieben langen Tag. Da wird dem Frosch ganz schwer ums Herz, er denkt sich nur sein Quark. Das denkt er dann nur. Viele Strophen haben wir schon hinter uns gebracht und die neunte Strophe, tatsächlich schon Strophe Nummer 9, ist dann auch die letzte Strophe. Und glücklicherweise endet alles ganz fröhlich und ruhig, denn jetzt seid ihr dran, besuchen Kinder mal den See, wird das ein toller Tag. Da springt der Frosch ganz wild herum, ruft laufend. Nicht nur einmal. Quark, Quark, Quark. Besuchen Kinder mal den See, wird das ein toller Tag. Da springt der Frosch ganz wild herum, ruft laufend Quack, Quack, Quack. Jetzt habe ich es auch gleich in der fröhlichen Tonart mit euch gesungen. Das folgende Lied haben wir erst bei unseren gemeinsamen Videoproben kennengelernt, aber dafür umso intensiver. Und nicht zuletzt lief dieses Lied auch die ganze Zeit im Hintergrund in dem Film, für den ihr mir eure wunderbaren Tierbilder geschickt hattet. Bestimmt wisst ihr noch von den zwei kleinen Wölfen. Und ganz viele andere Tiere kamen, aber heute, weil uns ein bisschen die Zeit fehlt, betrachten wir nur noch einmal die zwei kleinen Wölfe. Zwei kleine Wölfe gehen des Nachts im Dunkeln, man hört den einen zu dem anderen munkeln. Warum gehen wir denn immer nur des Nachts herum? Man tritt sich an den Wurzeln, ja die Pfoten krumm. Wenn's nur schon heller wird, wenn nur der Wald mit Sternenlicht beleuchtet wär. Badu, 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 badu. Baduba-duba, nochmal. Zwei kleine Wölfe gehen des Nachts im Dunkeln, man hört den einen zu dem anderen munkeln. Warum gehen wir denn immer nur des Nachts herum? Man tritt sich an den Wurzeln, ja die Pfoten krumm. Wenn's nur schon heller wird, wenn nur der Wald mit Sternenlicht beleuchtet wär. Baduba-dum, badum, badum, baduba-duba-dum, badum, badum. Baduba, duba, und noch einmal ganz kräftig und fröhlich. Zwei kleine Wölfe gehen des Nachts im Dunkeln, man hört den einen zu dem anderen munkeln. Warum gehen wir denn immer nur des Nachts herum? Man tritt sich an den Wurzeln, ja die Pfoten krumm. Wenn's nur schon heller wird, wenn nur der Wald mit Sternenlicht beleuchtet wär. Baduba, dum, badum, badum, baduba, duba, dum, badum, badum. Baduba-duba-dum. Und mehr Tiere in diesem Lied und in vielen anderen Liedern gibt's dann auf jeden Fall in der kommenden Woche. Aber heute eines natürlich noch zum Abschluss gemeinsam. Da hat
das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm, sie machte Summ, Summ, Summ und flog mit viel Gebrumm ums rote Pferd herum. Da war sie wieder da und machte groß Trara, obwohl sie doch nur eine kleine Fliege war. Und sie sprach, bitte sehr, ich find das gar nicht fair, wenn du nicht aufhörst, hol ich meine Freunde her. Ich wünsche euch alles Gute und Liebe, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.